Ganz schön viele. Was hat die bloß dazu getrieben, sich so zu verhalten? Ja, herein! Frau Pettersen, haben Sie mir die Akte der Lehrer kopiert? Kommen Sie doch rein. Ja, wieso? Gibt es irgendeinen Grund? Ich muss mich vorbereiten, die Problemlehrer kommen gleich. Frau Stockova, schauen Sie mal. Na kommen Sie, ich beiße nicht. Das kann ich von meinen Lehrern nicht behaupten. Die schmeißen mit Stühlen um sich, rauchen im Unterricht. Also, was wollen Sie? Ist das nicht erstaunlich? Ich frage mich ernsthaft, was diese Lehrer dazu veranlasst haben könnte, sich so zu verhalten. Keine Ahnung. Warum bringt der Arzt seine Frau um? Warum erschlägt der Sohn seinen Vater? Hm? Sie meinen, jeder hat seine eigene Geschichte. Frau Petersen, ich bin nicht dafür da, um mir diese Fragen zu stellen. Ich bin dafür da, den Lehrern Manieren und Disziplin beizubringen. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie stehen in der Schule, sind Lehrer und sollen sich um die Schüler kümmern. Da haben Sie doch eine Verantwortung, richtig? Ja, richtig. Und dann passiert sowas im Unterricht. Wie kommt man dazu, einen Stuhl durch die Klasse zu werfen? Und die Schüler sind auch noch dabei. Es ist manchmal nötig, zu zeigen, wer der Boss ist. Und da hilft nur ein Zeichen von Stärke. Aber ist das nicht eher ein Zeichen von Schwäche? Dann fragen Sie sie doch einfach selbst. Ja? Fragen Sie Herrn Hansemmeler, warum er einen Stuhl geworfen hat. Ja. Gut. Darf ich Sie mal kurz sprechen? Kommen Sie mir. Setzen Sie sich. Nein, danke. Ich bleibe hier lieber stehen. Wie Sie meinen. Frau Schokowa. Kommen Sie jetzt? Was machen Sie hier? Ich wollte einfach nur die Akte... Psst, nicht so laut. Wissen Sie denn nicht, was ich Ihnen gesagt habe? Sie meinen, ich soll Abstand halten? Seien Sie doch leise. Und ja, das meine ich. Die hat mich einfach reingelotst. Was kann ich denn dafür? Falsch. Sie sind auch reingegangen. Ich habe sie nicht umsonst hier hingebracht, um den Laden nach vorne zu bringen. Also, halten Sie Abstand, mischen Sie sich nicht ein, seien Sie wachsam. Hab verstanden. Stimmt was nicht? Na, ich gehe besser mal los. Ich muss noch was vorbereiten. Gut, dann sehen wir uns gleich im Fortbildungsseminar. Das ist wirklich wichtig. Sie müssen sich immer im Klaren darüber sein, dass Sie eine Vorbildfunktion haben. Wenn Sie eine Führungskraft sind, dann haben Sie in dieser Hinsicht eine besondere Verantwortung Ihren Mitarbeitern gegenüber. Alter, was ist das? Weiterlesen! Die Schüler sind Ihre Mitarbeiter. Lassen Sie Ihre Schüler für sich arbeiten. Das ist effizient, denn dann können Sie während des Unterrichts an Ihrem eigenen Karriereplan arbeiten. Aber seien Sie sich immer Ihrer Verantwortung bewusst. Ja, Herr Plotko? Es ist jetzt 5 Minuten nach. Eigentlich haben wir schon Schluss. Was hat Frau Kantrak gerade gesagt? Irgendwas mit Verantwortung. Passen Sie besser auf. Ja, okay. Gut. Dann haben Sie Schluss für heute. O sea, yo tengo que ir a coger el tren, tengo que salir, tengo que ir a la casa. No, me parece. Sí, genau. Herr Hansemeler? Ja, Frau Petersen. Passt es gerade? Ja. Warum sind Sie eigentlich hier? Ich meine, Sie sind Deutschlehrer,
können sich gut ausdrücken, sind gebildet. Sie haben recht. Aber ich denke, die Gründe, weshalb ich hier bin, müssen Ihnen wohl bekannt sein. Sie meinen Ihre Akte? In der Tat. Darin ist ja wohl alles nachzulesen. Ja, aber hinter jeder Akte steckt ja auch ein Mensch mit einer Geschichte. Ich meine, da muss es doch eine Vorgeschichte geben, bevor man einen Stuhl vor seinen Schülern wirft. Und nun möchten Sie unter diesen Umständen etwas von mir dazu hören? Finde ich auch nicht gut. Möchten Sie vielleicht noch einen weiteren Bericht zu meiner Person verfassen? Nein, so ist es doch gar nicht gemeint. Ich will Sie besser verstehen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Suchen Sie sich lieber einen anderen Probanden. Das ist doch Strafe genug, dass wir hier sein müssen. Also lassen Sie das. Schon gut. Wir sind auch Menschen. Vergessen Sie das nicht. Mara, beruhige dich. Aber ist doch so! Ah, Hilfe! Monster.